Gegen 0.30 Uhr kam es in Germering zu einer Explosion eines Einfamilienhauses. Ja, das Schadensbild ist so, dass auch die Nachbarhäuser hier beschädigt wurden. Fensterscheiben gingen zu Bruch, Garagentore wurden aufgedrückt. Also es muss hier sehr viel Kraft, sehr viel Gewalt gewirkt haben. Und deshalb ist die Vermutung auch nahe, dass hier eine richtige Explosion stattgefunden hat. Die Polizei löste Großalarm aus. Die Feuerwehr in Germering, Unterpfaffenhofen, Fürstenfeldbruck, Geisenbrunn und Eichenau waren im Einsatz, um nach den vermissten Bewohnern des Hauses zu suchen. Es ist so, dass in diesem völlig zerstörten Einfamilienhaus ein älteres Ehepaar gemeldet ist, 88 und 84 Jahre alt, und natürlich auch die Bestrebungen der Rettungskräfte der Feuerwehr zunächst dahingehend waren, dieses Ehepaar zu finden. Die enorme Hitze erschwerte jedoch die Suche nach dem älteren Ehepaar. Kurz vor 5 Uhr dann die traurige Gewissheit. Eine Frauenleiche wurde aus den Trümmern geborgen. Gegen 4.45 Uhr hat man im Keller des völlig zerstörten Anwesens eine Leiche gefunden, eine Frau. Ob es sich dabei um die 84-jährige Hausbewohnerin handelt, ist im Moment noch offen. Derzeit suchen die zahlreichen Einsatzkräfte nach dem 88-jährigen Mann. Bislang ist noch unklar, ob er sich zum Zeitpunkt der Explosion im Haus aufgehalten hat. Nachdem der Ehemann immer noch nicht gefunden ist, ist hier natürlich auch eine Priorität in der Vermisstensuche. Wenn man das Schadensbild hier sieht und der Mann war im Haus, dann ist es wirklich unwahrscheinlich. Aber eventuell war er nicht im Haus und dann könnte er natürlich noch leben. Wie es überhaupt zu der Explosion kommen konnte, ist noch unbekannt.